Seht euch an, wie schnell die alles wieder aufgebaut haben. Alles bis auf die Maibäume. Die waren unersetzlich, waren Sammlerstücke. Und wir haben die Bevölkerung dazu motiviert, sie niederzubrennen. Tragisch. TH Games. Wow, such games. Was macht das hier? Dreht sich einen Strick. Ach so. Erhöhte Produktivität. In was? Erhöht die Produktivität des Betriebs? Seilerei. Das ist schön, denn ich habe gerade eine gebaut. Ich glaube, die braucht Hanf, oder? Ja, die braucht Hanf, okay. Haben wir ja einfach direkt an den Platz gebaut. Ah, na egal. Das ist abseits des Platz. Hier ist der Platz nicht mehr. Der Platz ist nur hier so, vorne. Das heißt, den Platz können wir eigentlich noch so ein Stückchen erweitern, damit das etwas symmetrisch aussieht. Schön eckig und so. Hier hört der Platz wieder auf. Das gehört nicht mehr zum Platz. Nur das hier. Alles. Und so. So, genau. 20 Seile brauchen wir dafür. Was können wir dann bauen? Noch so ein kleines Handelsschiff. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Schon wieder! Mann, was willst du nur mit so vielen Inseln? Es geht doch nicht. Gott. Ach, deshalb besiedelt die so viele andere Inseln. Ihre Hauptinsel brennt gerade nieder. Sind die hier immer noch unterwegs? Tatsächlich, seht euch das an! Die wollen gar nicht mehr aufhören. Die wollen die ganze Stadt niederbrennen. Das ist ja fantastisch. Mann, freue ich mich. Da habe ich was Schönes gestartet. Seht euch das an. Hier standen überall Gebäude und die sind alle niedergebrannt. Ach, das ist schön. Das ist sehr schön. Oh, kacke. Ich hoffe, das macht niemand auf meiner Insel. Oh Gott. Oh, shit. Ach, du Kacke, geht das ab. Aber der Palast brennt noch nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend. Vielleicht kommen sie da noch hin. Ich meine, der Rest der Stadt brennt schon. Ah, seht euch das an. Wie sie durch die Gegend laufen mit ihren Protestschildern und mit ihren Mistgabeln und Fackeln. Alles brennen sie nieder. Seht euch das an. Hier hinten stand eine Kapelle, die haben sie niedergebrannt. Die haben sie wieder aufgebaut, blöderweise. Aber hier stehen sie auch und brennen die schon wieder nieder. Oh Gott. Schön. Ihr solltet die Feuerwache niederbrennen. Das wäre schön. Oh, hat sie gleich erstmal eine neue Schenke wieder hingebaut. Und sofort laufen sie rüber und brennen sie wieder nieder. Fantastisch. Schön. Ich liebe das Chaos. Fantastisches Chaos. So, du bist hier für Stein. Ich wollte dir Stein mitgeben. Geb ich dir ruhig einen Haufen Stein mit. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt. 40 Steine, sicher. Haben wir genug für eine Weile. So, dann kannst du alles hier abladen in Gefürzhafen. Ein feindlicher Scherge, das gefällt mir gar nicht. Ah, den finden wir bestimmt. Den finden wir bestimmt irgendwie. Hoffe ich. Nicht, dass gleich meine Stadt am Brennen ist. Achso, richtig, wir hatten ja eine Mission. So, das können wir erstmal hier reinschmeißen. Das können wir so direkt, glaube ich, gar nicht machen. Der Scherge eines Gegners ist wie vom Erdboden verschluckt. Ist das so? Das ist schön. So, ich glaube, das schmeiße ich einfach hier rein. Nein. Was tue ich damit? Ach so, das kommt in das Markthaus, das da in der Nähe ist. Und dann bekommt das die Effekte davon. Gut, das ist schön. Plus 25%. Sehr schön. So, jetzt hat man noch einen anderen Auftrag. Wir brauchten 10 Fisch? 10 Tonnen Fisch? 10 Tonnen Fisch? Nein, nicht alles. Was machst du denn? Achso, ich muss nur einmal klicken. Okay. 10 Tonnen Fisch und Most war es, glaube ich, noch. 6 Tonnen Most waren es, glaube ich. 6 Tonnen Most, das ist zu viel. 10 Tonnen Fisch, 6 Tonnen Most. Welche Inseln soll ich denn erkunden? Oder einfach irgendwelche Inseln? Auf 2 Inseln. Ach doch, zeig da an. Okay. Eine Insel direkt hinter unserer Insel, okay. Sicher, erkunden wir das mal. Sehen wir, was wir da unten haben. So, und was haben wir hier? Gar nichts. Wo ist unser Schiff? Beweg deinen Bug. Oder so. Beweg deinen schiffigen Hintern. Bauen sie erstmal einen Marx-Löwen hin. Oh, wo ist der Mob?
Wo ist mein Mob hin? Einer ihrer hat sich Betriebe aufgelöst. Keine Waren mehr her. Haben die halbe Stadt niedergebrannt, jetzt sind sie glücklich. Gestoßen. Marie Artois hat sich da oben angesiedelt, oder was? Nee, das geht ja gar nicht. Oder hier. Hat die sich hier an? Engelsbach. Tatsache. Marie Artois, vielleicht ist das ihre erste Insel hier. Lösen ihr Handelsabkommen. Ah. Willem und Helena verstehen sich nicht mehr. Ist das schade. Das ist also Marie. Ach, das ist nicht ihre Hauptinsel. Es baut sie an, Getreide. Getreide und Schweine und so ein Zeug. Oh Gott. Scheiße. Ich glaube, es sind gar keine Inseln mehr übrig, die ich noch besiedeln könnte. Vielleicht sollte ich wirklich einfach überall Kontoren hinschmeißen. Unbewohnte Insel, die sollte ich mir eigentlich gleich greifen. ich weiß nicht. Großzügige Lage kann man, genau. So, was mache ich jetzt hier? Kann ich das jetzt hier untersuchen oder was? Kontor bauen will ich nicht. Ich will die Mission erfüllen. Ach, das muss hier nur rumstehen, okay. Du suchst nach Schätzen. Da läuft er. Sucht 2 Quadratmeter ab. Läuft hier 5 Meter über den Strand und kehrt dann wahrscheinlich schon zum Schiff zurück. Du machst das. Ich mache andere Dinge. Ich entlade erstmal möglichst viel Stein hier. Dann upgrade ich den Kontor und schmeiß hier alles rein. Du kaufst immer auch mein Holz. Ist in ihren Besitz gelangt. Ach du Kacke, ist das so? Was haben wir denn hier? Schatz. Einfach nur Schatz. Glitzert und funkelt. Hoffentlich ist es viel wert. So, muss ich immer noch 2 Inseln untersuchen, oder? Nee. Ich hab den Schatz. Ich hab den Schatz. Alles ist gut, alles ist schön. Fantastisch. Können wir schon ein Schiff bauen? Nee. Brauchen wir auch noch nicht. Wie viele Seile haben wir denn? 13. Sind wir nah dran. 20 brauchen wir. Ich brauche eigentlich erst ein Schiff, wenn wir hier Handelsrouten bauen. Aber dafür haben wir eigentlich schon ein Schiff. Huh. Ah, kann ich schaden, noch mehr Schiffe zu haben, schätze ich. Gut, bauen wir hier also unsere orientalische Siedlung. Wird auch gerecht entlohnt. Ich weiß, ich kann nicht mithalten. Ich weiß. So, bauen wir eine Nomaden-Marktplatz-Dings hier. Für unsere orientalische Siedlung. Bauen wir das einfach mal. Da. Fantastisch. So, orientalische Siedlung haben wir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Weg. Bauen wir hier rundherum Wege. Das lege ich, glaube ich, diesmal ein bisschen schöner an. So ein bisschen mehr organisiert vielleicht. Und am Ende sieht die Siedlung hier dann besser aus als meine Hauptsiedlung. Na toll. ja, bauen wir das alles irgendwie so. Fantastisch. Wie viel kostet das eigentlich hier an Werkzeug und Holz? Ach, beides eins. Ach, da können wir jede Menge bauen. Fantastisch. Was wollt ihr eigentlich? Ach, Glaube wollen sie auch. Na sowas. Bauen wir euch in die Kirche hin. Konvertieren wir euch gleich. Können wir eigentlich noch so ein bisschen erweitern. Vielleicht bauen wir das hier in solchen Blöcken. Ach, das sieht jetzt kacke aus. Was habe ich denn da gemacht? Das ist ja grauenhaft. Widerlich. So, viel schöner. Achso, und hier auch noch. So, da auch noch. Und dann bauen wir jetzt einfach hier so die Wege. So, und dann können wir da rechts und links davon eigentlich auch noch solche Kästen bauen. Obwohl, vielleicht halten wir die frei für irgendwelche anderen Sachen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Holzhütte, ich weiß, wir haben kein Holz mehr. So, Schatz. Muss ich einfach nur hier abladen, oder was? Ihr konntet euch wirklich durchringen. Konnte ich. Ihr seid zu Recht, dass... 1 Zoll Ware Holz. Aber ich hab schon so viel Holz. Oh Gott, das ist ja alles voll hier, oder was? Alles ist voll! Ich kann gar nichts mehr abladen hier. Ich muss meine Markthäuser upgraden. Wie viel kosten das? Gar nicht so viel, machen wir das ruhig. Upgraden wir einfach alle Markthäuser, die wir hier haben. Damit wir wieder mehr Ware aufnehmen können.
Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und eigentlich können wir dann auch noch mehr verkaufen, oder? Was haben wir denn hier noch? Ich weiß nicht, brauchen wir wahrscheinlich auch das ganze Zeug, oder? Ja, da gucke ich später nochmal drüber. Aber vielleicht können wir noch ein paar Sachen davon verkaufen, ja. Egal, so, was können wir denn jetzt hier bauen an orientalischem Zeug? Was braucht ihr denn? Ihr wollt einfach nur Datteln haben, oder was? Schmackhafte Datteln. Bewirtschaftet 4 Dattelfelder. Benötigt geeignete Fruchtbarkeit. Oh. Ups. Schön, dass wir die nicht haben. Schön, dass wir die nicht haben. Das ist ein Problem. Können wir das kaufen? Willkommen zurück. Der hat nur für Gewürze. Kacke. Ich glaube, ich habe auch nur auf Gewürze geachtet hier. Ja, Gewürze. Gewürze. Können wir denn Gewürze abbauen mittlerweile? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Was brauche ich dafür? 145 Nomaden. Die wachsen natürlich auch nicht so toll, wenn sie nichts zu fressen haben. Na toll. Das heißt, irgendwie muss ich jetzt es hinbekommen, hier Datteln anzubauen. Irgendwie. Da hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen. Oh Gott, und mittlerweile verlieren wir auch noch verdammt viel Geld. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Scheiße, verlieren wir viel Geld. Tja. Was können wir da denn tun? Wir können euch eine Kapelle hinsetzen. Denn dann seid ihr super duper glücklich. Und könnt hoffentlich aufsteigen. Schmeißen wir einfach dahin. Schmeißen wir einfach so dahin. Erstmal. Kann man später alles noch umbauen, damit es schön aussieht. Aber für den Moment erstmal da so. Ach, jetzt steigen sie auch auf. Sehr schön. Ich glaube, wir sollten einfach mehr Häuser bauen. Denn wir brauchen dringend mehr Geld. Bauen wir vielleicht einfach noch hier. Das ist auch kacke. Auch irgendwie kacke. Da so vielleicht eher. So, da können wir immer noch hier so einen Weg hinbauen und da so. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Ist das so? Gewürzhafen ist gewachsen, hat einen neuen Status erreicht. Jetzt können wir Gewürze abbauen. Sehr schön, da können wir auf jeden Fall schon mal immer beeindruckend die Leute hier weiter versorgen und vielleicht sie dazu bewegen, aufzusteigen. Ich glaube, wir sollten jetzt sowieso noch mehr Bürger bekommen. Weil sie jetzt Unterhaltung auch noch haben. Die steigen alle auf. Wo können wir noch mehr Häuser bauen? Ich glaube, hier wollten wir auch noch Häuser bauen, wa? Das Problem ist nur, dass sie hier so weit ab von allem sind. Vom Marktplatz auch noch. Ich müsste doch noch einen neuen Marktplatz bauen. Ach du Kacke. Das ist ja nicht gut. Bauen wir vielleicht einfach hier noch einen Haufen Häuser. Hier so. Da so. Ist das hier vielleicht so die Grenze? Weil da hinten haben wir dann schon die Forsthäuser wieder. Können wir hier noch irgendwas Schönes hinbauen? Nee, können wir nicht. Dann hat der Kerl nämlich keinen Weg. Na doch, irgendwas könnten wir da hinbauen. Wir könnten hier so ein Blumenbeet wieder hinpflanzen. Oder ein Fresko vielleicht. Könnten hier ein Fresko hinsetzen. Da so. Gott, was ist das denn? Das ist eine ganze Mauer, oder was? Steht hier einfach so eine Mauer. So ein Fresko. So schön. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen verschönern hier. Irgendwann müssen wir mal den ganzen Weg hier austauschen durch Steinweg. Aber ja, ich glaube, das wird alles etwas komplizierter. Brauchen wir viel Stein für. Meine Nachsichtigkeit ist keine Schwäche, wie du siehst. Halt die Klappe! Verdammt nochmal. Minus 1 Ruf. Ich verliere verdammt viel Ruf. Und Helena hasst mich mittlerweile, oder was? Wie geht es dir? Ja, so ziemlich. Schon ziemlich. Wert, wie gut Helena mit Menschen umgehen kann. Sie findet für jeden die richtigen Worte und den richtigen Tonfall. Ist das so? Im diplomatischen Dienst wäre sie vortrefflich aufgehoben. Ja, ich weiß noch. Ich weiß noch, dieser wunderschöne Moment, als sie zu mir kam und in ihrer ruhigen Stimme sagte, rück die Kohle rüber oder ich mach dich platt.
Das war ein schöner Moment. Da, in dem Moment wurde mir klar, was für eine tolle Diplomatin sie doch ist. Können wir das hier jetzt auch noch abladen? Nein, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Was ist das hier? Mosaik. Können wir auch noch bauen. Aufmerksam machen. Nein, darfst du nicht. Items haben Effekte, Siedlungen oder Schiffe. Weiß ich doch. Ich weiß, was Items sind. Lass mich in Ruhe. Ich bin doch in Ruhe. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt wie viele Bürger? 406. Das ist schön. Und wir bekommen schon etwas mehr Gold. Das ist auch schön, denn im Moment verlieren wir verdammt viel. Was nicht so schön ist. Seht euch das an. 5299. Wir verlieren 89, 88. Das wird weniger. Wir kriegen mehr Geld rein. Immer mehr Leute steigen auf. Sehr schön. Goldfahrt wächst und schon bald werden wir so blühend sein wie diese Stadt hier. Vielleicht. Gott, seht euch das an. Seht euch an, wie schnell die alles wieder aufgebaut haben. Alles bis auf die Maibäume. Die waren unersetzlich. Waren Sammlerstücke. Und wir haben die Bevölkerung dazu motiviert, sie niederzubrennen. Tragisch. Nun gut, okay. Das war wieder Anno 1404. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht ein Like da oder einen Kommentar. Das alles und eine Toilette dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. Bringt Frauen und Kinder fort von hier. Ja. Schmeißt sie ins Wasser, da geht es ihnen besser. Bei den Meerjungfrauen. Ich bin mir sicher, die existieren da irgendwo unten. Glaubt daran, Glaube ist alles, Leute. Schmeißt einfach eure Frauen und Kinder ins Wasser, da wird's denen schon besser gehen. Passt schon. Meine wahre Strategie, aber das erzähle ich ihnen nicht, ist, dass es dann einfach weniger Leute auf der Insel gibt und die dann weniger fressen. Ich bin ein cleverer Mensch. Oder wir fischen einfach die Leichen aus dem Wasser und sagen ihnen, es wären Fische. Ich glaube, das könnte auch klappen. Autosong. Es ist der Autosong. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Oh, Autosong. Es ist der Autosong. Autosong, es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder Fave oder Like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder Fave oder Like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Hier kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.